So, willkommen in meiner kleinen Scheiß-Drecksküche. Zum ersten Mal mache ich dafür ein Voice-Over, weil sich meine Nachbarn, während ich gefilmt habe, dachten, oh, lass mal die Wohnung renovieren. Und das Ganze hat sich dann ungefähr so angehört. Auf jeden Fall habe ich einen Donut-Maker. Für den Teig braucht man Mehl, Backpulver, Salz, Ahornsirup. Schmeckt das eigentlich? Hä? Viel zu süß. Direkt Triple-Super-Duper-Karies bekommen. Noch Apfelmus. Dann noch pflanzliche Milch und Apfelessig. Das riecht nach... Hä? Dann wird gemixt. Donut-Maker ordentlich einfetten und dann habe ich auf Basis meines überdurchschnittlich hohen IQs den Teig praktischerweise in so einen Plastikbeutel gefüllt, habe ein Loch reingeschnitten, um es dann wie ein Profi portionieren zu können. Wow. Dann hat das Ding plötzlich mega angefangen zu qualmen und da dachte ich, ja, so eine Brandschutzversicherung wäre bestimmt sinnvoll. Aber war dann doch alles gut. Irgendwann ist mir der Teig dann plötzlich an zwei Enden entwichen. Quasi wie bei einer heftigen Magen-Darm-Grippe. Jetzt wird nur noch Deko. Oh mein Gott, die Farbe matcht mit meinem Pulli. Fertig. Geschmackstest. Ja, ist okay. Mehr auch nicht. Aber was soll man bei mir auch anderes erwarten?